1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche. Montagnacht, wie immer eine Freithemennacht. Ihr ruft mich an, wenn ihr das gerne wollt, egal zu welchem Thema. Und wir können uns unterhalten. Oder ihr mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Schreibt eure Telefonnummer auf die Mail drauf, damit wir euch dann auch gegebenenfalls zurückrufen können. Ja, und dann reden wir auch, wenn ihr das gerne wollt. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Barbara. Und die Barbara ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Barbara, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Weswegen rufst du mich an? Und zwar, ich habe jede Nacht, seitdem mein bester Freund gestorben ist, immer und immer wieder ein und denselben Traum. Mhm. Und zwar, dass er mir mit Auto entgegenkommt, dass wir uns unterhalten und dass wir dann zu ihm in einer neuen Wohnung fahren. Er ist durch einen Autounfall gestorben. Mhm. Und wir sitzen dann bei ihm in der Wohnung, schauen DVD und dann sagt er mir noch einmal, dass er mich liebt und fängt mich an auszuziehen und dann kommt sein Gesicht immer und immer näher. Mhm. Und dann wache ich auf und kann nicht mehr einschlafen. Also in dem Moment, wo das Gesicht immer näher kommt, wachst du auf? Genau, das löst sich praktisch vor meinen Augen auf. Wann ist dieser Freund ums Leben gekommen? Am 28.02. In diesem Jahr? Genau. Mhm. Du hast gerade gesagt, mein bester Freund. War das eine platonische Freundschaft oder war das schon eine Beziehung? Nein, das war eine platonische Freundschaft. Ja, aber der Traum hat ja was Erotisches, ne? Ja. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Also ich habe ihn nicht geliebt und soweit ich weiß, er mich auch nicht. Mhm. Wie lange wart ihr gute Freunde? Richtig gute Freunde, wie du sagst? Also so richtig gute Freunde seit jetzt knapp 16 Jahren gewesen. Ach, so lange? Ja. Also das ist ja eine Kindergartenfreundschaft. Ja. Mhm. Du sagst, er ist durch einen Autounfall ums Leben gekommen. Ja. Mhm. Was ist da genau passiert? Er ist aus einem Kreisverkehr rausgefahren und direkt danach kam eine Straße, wo ihm die Vorfahrt genommen wurde. Mhm. Und er ist dann, das war glatt, und er ist vom Baum gefahren und ja, der andere Autofahrer, der hatte was getrunken und hat mich sofort die Polizei bzw. Krankenwagen gerufen und da ist er innerlich verblutet. Mhm. Ist er zu schnell gefahren? Nein, er selber nicht. Der andere Autofahrer, der ist zu schnell, also der hat mich abgebremst. Mhm. Er ist dann vor Ort noch verstorben? Ja. Ja. Mhm. Wann hast du davon erfahren, dass er tödlich verunglückt ist? Noch in derselben Nacht. Hm. Wie hast du das? Wie hast du das erfahren? Von wem? Ich war bei seinen Eltern, weil das sind sozusagen meine zweiten Eltern. Mhm. Oh, was ist das? Das war ein Handy oder was? Ja. Also du warst bei seinen Eltern, weil du auch befreundet warst mit den Eltern von ihm? Ja. Oder bist? Hm. Ja. Und seine Eltern wurden halt sofort benachrichtigt. Ja. Und dann warst du da sofort mitgefahren. Was ist damit? Wie hast du diese Nachricht aufgenommen? Das ist doch was ganz Schreckliches, wenn man sowas hört. Also ich zuerst dachte ich, das wäre irgendwie wieder ein Scherz von Freunden von uns, weil wir die in der vorigen Woche auch total verarscht haben so und wir haben immer so Streiche gegenüber den anderen gemacht, wir haben uns immer gegenseitig Streiche gespielt. Aber und aber die Eltern haben das dann doch schon relativ schnell ernst genommen. Ja. Seid ihr dann alle gemeinsam irgendwo hingefahren, zu der Unfallstelle oder in ein Krankenhaus? Ja. Zur Unfallstelle? Zur Unfallstelle sind wir sofort gefahren. Hast du ihn da nochmal gesehen? Ihn selber nicht, nein, er war sofort im Krankenwagen drin und danach kam halt sind die erst noch mit ihm ins Krankenhaus gefahren
Und da hieß es aber, er würde noch leben, haben sie mir zumindest gesagt und den Eltern. Mhm. Und dann nachher hieß es aber, er wäre schon am Unfallort gestorben. Wie kommt es, dass sich da nie eine Liebesbeziehung entwickelt hat zwischen euch beiden? Hast du eine Idee? Wir wollten das einfach beide nicht, weil wir Angst hatten, dass unsere Freundschaft darauf aufs Spiel geht. Mhm. Weil wir uns einfach zu sehr kannten und wir kannten alles voneinander und ich weiß nicht, wir haben uns immer alles erzählt, auch wenn wir gegenseitig, wenn wir einen Freund hatten oder beziehungsweise eher eine Freundin. Könnte mir vorstellen, dass dann die Freunde in deinem Fall oder die Freundinnen in seinem Fall auch irgendwie vielleicht ein bisschen eifersüchtig waren, weil die das nicht haben so einordnen können, eure enge Beziehung. Überhaupt nicht. Also ich habe mich mit seinen Freundinnen immer gut verstanden und er sich mit meinen Freunden. Nun ist das Ganze ja wirklich noch sehr, sehr frisch. Und wenn man so abrupt jemanden verloren hat, den man geliebt hat, man kann einen Freund ja auch lieben, ist das natürlich nach wie vor, glaube ich, noch ein Schockzustand, in dem du dich da befindest. Und dieser Traum sicherlich auch ein Ausdruck dessen ist. Ich will jetzt nicht anfangen, hier den Traum zu deuten, keinesfalls. Aber du bist ja noch in der ganz, ganz, ganz intensiven Ersttrauerphase, würde ich mal sagen. Das stimmt, ja. Hast du denn andere Freunde oder auch diese Familie, seine Eltern, mit denen du viel und ausgiebig über ihn und auch über eure Schmerzen reden könnt? Also ich bin sehr oft bei seinen Eltern, weil die mir genauso wichtig sind. Aber mittlerweile nicht mehr so oft, weil ich es einfach selber nicht mehr kann. Und weil dich das auch zu sehr belastet, mit der Trauer der Eltern konfrontiert zu sein? Ja. Ich mache mal folgenden Vorschlag, Barbara. Du weißt ja wahrscheinlich, dass ich immer einen Psychologen hier im Hintergrund habe. Ja. Und Psychologen sind ja schon eher berufen, auch in Sachen Träume genaueres zu sagen und vielleicht irgendwas zu erkennen, auf was so ein Traum hindeutet. Ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin, der Simone, jetzt weitersprichst. Ja. Und dann vielleicht auch noch weitere Dinge überlegst, was du vielleicht anstellen könntest, um dir diese schwere Zeit etwas zu erleichtern. Ja. Dann legst du bitte auf und die Simone ruft dich jetzt sofort wieder an. Ist okay. Alles Gute, alles Liebe, Barbara. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch, so wie der Norbert das getan hat. Und Norbert ist 46 Jahre alt. Guten Morgen, Norbert. Ja, grüß dich, Jürgen. Hallo. Ich bin's, Norbert. Ja. Ja, es gibt eine Themenwoche bei der ARD und zwar zum Thema Krebs. Ja. Und meine Frau, die ist also vor 3 Jahren verstorben. Mhm. Und ich habe da kurz danach versucht, bei dir anzurufen, leider nicht durchgekommen. Mhm. Und jetzt wollte ich halt dazu was sagen. Ja, deine Frau ist an Krebs verstorben. Genau, die hat also mit 37 Jahren Brustkrebs gehabt. Ja. Und dann mit 42 Jahren hat sie Lungenkrebs gehabt. Mhm. Und ist dann 2003 daran gestorben. Mhm. Und gut, Thema Krebs ist heftig halt. Wie seid ihr denn damals, ich meine, absolut junge Frau von 37 Jahren, als sie die erste Diagnose bekommen hatte damals, sie hat Brustkrebs, wie seid ihr oder auch sie, wie seid ihr damit umgegangen? Also sie war eine Kämpfernatur gewesen und sie hat gesagt, steck das Ding weg, ne? Und sie hat daran gearbeitet und ist sie operiert worden? Sie ist operiert worden. Ja, und vermutlich Chemotherapien gemacht worden. Es war brusterhaltend, es war mit Bestrahlung. Ja. Es war halt mit der Bestrahlung nicht so toll, weil im Prinzip war bei der Busen, sag ich mal, der da bestrahlt wurde, nachher so verhärtet wie eine Elefantenhaut. Mhm. Das war also nicht so prickelnd gewesen irgendwo. Mhm. Gut, dann hat sie 5 Jahre damit durchgehalten und dann hat sie irgendwann einen Knoten am Hals gehabt, ist damit zum Arzt und ich habe sie zum Hausarzt gefahren. Irgendwann kam dann die Ärztin raus und meinte, ich müsste meiner Frau beistehen und hat wohl gesagt, das könnte wohl irgendwie ein Krebsknoten sein. Ja. Und ja gut, daraufhin sind wir dann ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Sie hat dann eine Untersuchung bekommen, das heißt, sie haben da alles abgecheckt und haben ihre Bilder da gemacht und der Radiologe meinte eben, das wäre in Ordnung und wäre kein Problem. Mhm. Hat mich dann, hat dann gesagt, ich soll den Wagen vorholen, weil meine Frau psychisch ziemlich instabil war zu dem Zeitpunkt. Ich bin vor das Krankenhaus vorgefahren und meine Frau hat sie ins Auto reingesetzt und dann habe ich die Türe zugemacht und der
nicht gut aus. Das wäre halt ein kleinzelliges Bronchialkarzinom. Obwohl er vorher gesagt hat, es ist alles gut? Ja, hat meine Frau gesagt, als ich bei ihr bei war, es wäre alles in Ordnung. Mhm. Und wie gesagt, er hat die Tür zugemacht, oder wir haben die Tür zugemacht von dem Wagen. Mhm. Und hat mir dann gesagt, sieht nicht gut aus, hat wohl nicht mehr lange zu leben. Mhm. Hat mir im Prinzip die ganze Last, sag ich mal, aufgebürdet. Mhm. Das heißt, ich habe es nicht richtig verstanden, deine Frau saß nicht in dem Auto? Wir haben meine Frau zusammen, weil sie... Nein, worauf ich hinaus will, ist, hat der Arzt dir das alleine gesagt? Ich habe das mit dem Auto jetzt nicht verstanden. War dann, ist deine Frau auch in das Auto gekommen und dann kam der Arzt oder wie war das? Ja, also der Arzt sagte, ich sollte den Wagen vor das Krankenhausportal vorholen. Mhm. Das habe ich dann eben gemacht und dann haben wir meine Frau auf den Beifahrersitz gesetzt, haben die Türe zugemacht. Ach so, ich verstehe. Ach so, und ihr beiden wart draußen aus dem Auto, genau, vor dem Auto stehend. Ja. Und hat er das zu dir gesagt? Ah ja. Hat das zu mir gesagt. Das heißt, hast du diese schlimme Diagnose bekommen, deine Frau saß im Auto und dachte noch, es ist alles in Ordnung. Richtig, ja. Hast du es ihr denn dann später gesagt? Ich bin dann heulenderweise ums Auto rumgeschlichen, hab mir die Tränen abgeputzt, hab mich auf den Fahrersitz gesetzt, bin mit ihr nach Hause gefahren. Und aber da muss sie das ja schon gemerkt haben, dass mit dir irgendwas nicht stimmt, oder? Die hat doch noch gesehen, dass du mit dem Arzt gesprochen hast. Ja, aber sie hat es wohl nicht gehört. Ne? Mhm. Und ich habe mir dann auf dem Weg nach Hause überlegt, was ich jetzt mit meiner Frau anstelle. Ne? Ja, ob ich ihr das irgendwas vorspielen soll. Ja, ja, klar. Oder ob ich ihr die Wahrheit sage. Ja. Und ich habe mich selbst gefragt, was ich, wenn es mich betreffen würde, sagen würde. Und habe mir dann gedacht, du musst der Frau die Wahrheit sagen. Ne? Mhm. Ich kann jetzt nicht da irgendwo hinhalten und sagen, alles wird gut. Und das heißt, du hast ihr dann noch an demselben Tag oder am nächsten Tag die Wahrheit gesagt? Ich habe ja dann eine Stunde später habe ich ihr halt gesagt, was mir der Arzt gesagt hat. Ja. Aber was ich halt nicht so toll gefunden habe, weil ich bin kein Psychologe, sage ich mal, dass einem so ein toller Radiologe da ein Bildchen anguckt und dann so eine Prognose aufs Auge drückt und Die ganze Situation finde ich schon unfassbar. Draußen auf der Straße, die Frau ist gerade eingestiegen und zwischen Tür und Angel sagt man dann noch so etwas. Ja. Wie hat deine Frau das dann aufgefasst, nachdem du es ihr gesagt hast? Erstmal war sie ziemlich gefasst. Und es hat nicht lange gedauert, da ist sie also ziemlich abgestürzt. Ne? Mhm. Also sprich, sie hatte noch eine Operation bevorstehen gehabt. Mhm. Und zwar ging es da um Gallensteine. Mhm. Und die sollten eben raus, weil die eben sagten, wenn die Chemotherapie einsetzt, dann würden diese Gallensteine nicht so gut dastehen. Mhm. Und das wurde dann minimal invasiv rausgenommen. Mhm. Aber vor dieser Operation, mit diesem Befund, der eben da war, ist sie dann abgedreht. Das heißt, ich bin dann nachts um 3 Uhr ins Krankenhaus gerufen worden und meine Frau, die stand da, wollte alles zusammenschlagen, sage ich mal. Hältst du es für möglich, dass das aufgrund des Wissens um ihre sehr ernste Situation sie dann auch so eingebrochen ist innerlich? Ja, auf jeden Fall. Machst du dir heute Vorwürfe, dass du es ihr damals gesagt hast oder findest du es richtig? Ich muss sagen, wenn ich solche Schwierigkeiten habe, dann frage ich mich selbst, wie ich, dass andere Leute mit mir umgehen. Und von daher muss ich sagen, ich finde es richtig, dass ich es gemacht habe. Wie lange hat deine Frau dann noch leben dürfen nach dieser Diagnose, von der du gerade erzählt hast? Knapp ein halbes Jahr, 6 Monate. Halbes Jahr nur noch. Ja. Halbes Jahr. Hat sie zum Schluss, du hast gesagt, sie ist dann an einem Lungenkrebs gestorben. Ja. Hat sie sehr gelitten? Sie ist halt mit Morphium stillgelegt worden, sage ich mal. Mhm. Aber ich fand es eben nicht so toll, weil ich habe heute Abend in der ARD halt einen Film gesehen, wo halt eine Frau die Chemo abgelehnt hat und eben zu Hause gestorben ist. Mhm. Und meine Frau hat sich das eigentlich immer gewünscht. Mhm. Bloß irgendwo habe ich mit meiner Frau nicht den Draht bekommen, mit ihr über den Tod zu sprechen. Sie hat sich da irgendwo total gegen gewehrt. Sie wollte weiterkämpfen. Und obwohl sie das wusste, habt ihr nicht drüber gesprochen, über das Ende und über den Tod? Ich habe sie ja mal angedeutet. Ich habe gesagt, ich hatte mir gedacht, die Sache kommt vielleicht von ihr, dass sie mir irgendwo eine kleine Hilfestellung gibt. Aber sie wollte es nicht. Nee, sie wollte nicht. Ja. Also sie hat irgendwo im Prinzip Angst gehabt, mich mit meiner Tochter hier alleine zu lassen. Ihr habt ein Kind zusammen. Ja, meine Tochter war damals 13 Jahre alt gewesen. Ist eure Tochter? Ja, genau. Mhm. Mhm. Und sie war gerade in der Pubertät gewesen und ich habe dann auch danach mit ihr ein halbes Jahr Psychotherapie durchgemacht. Mhm. Weil sie sich geritzt hat. Das war also keine leichte Zeit. Warst du denn dabei, als deine Frau gestorben ist? Ich bin also dabei gewesen. Das
erzählt. Mhm. Warst du in der Minute des Todes, warst du anwesend? Sind wir anwesend gewesen, ja. Wenn du jetzt deine Geschichte darauf zurückblickst, ja. Was hast du gelernt, was du vielleicht anderen Betroffenen, wir haben jetzt Krebswoche in der ARD, was du vielleicht anderen betroffenen Menschen weitergeben möchtest? Also ich möchte eigentlich weitergeben, dass man im Prinzip über den Tod, wenn man es kann, sprechen sollte, dass man im Prinzip die Menschen, die man da sehr wahrscheinlich verlässt, nicht so ganz im Dunkeln stehen lässt. Das ist dein Appell an die Kranken. Das wäre der Appell an die Kranken halt. Das heißt, du vermisst sehr die letzten tiefen Gespräche mit deiner Frau. Ja, ich fühle mich da so ein bisschen alleingelassen halt, ne? Weil im Prinzip war die Sache absehbar, von der Diagnose her, und im Prinzip hat sie da meine Tochter und mich da so ein bisschen im Regen stehen lassen, ne? Vielleicht auch aus Angst, ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich aus Angst. Ja. Also ich kann ja da verzeihen, ich mache da keinen Vorwurf, ne? Bloß ich hätte mir da halt als Hinterbliebener irgendwo ein Gespräch gewünscht irgendwo, ne? Nun sind 3 Jahre vergangen, hast du gesagt. Wie sieht es heute aus? In welcher Trauerphase befindest du dich? 3 Jahre sind ja nicht viel, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Ich denke mal, wir sind gefestigt. Das heißt, meiner Tochter geht es einigermaßen gut. Da steht jetzt die Ausbildung bevor. Ich habe mich da so einigermaßen mit abgefunden. War das für dich ein Trost und hat dir das irgendwie auch Kraft gegeben, dass deine Tochter da war, um die du dich dann kümmern musstest? Ja, es hat mir schon die Kraft gegeben, weil das unsere Gemeinsamkeit gewesen ist. Aber wie gesagt, meine Tochter ist auch irgendwo in die Krise verfallen, hat sich da geritzt und war dann eben auch ein halbes Jahr weg. Aber das ist jetzt auch einigermaßen wieder in Ordnung oder gut wieder in Ordnung? Das ist in Ordnung. Also sie hat jetzt einen Freund, das macht einen guten Eindruck und gefestigt, und von daher bin ich da sehr zufrieden. Ne? Darf ich dir auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten oder möchtest du das nicht, Norbert? Doch, ich denke, das würde ich gerne annehmen. Ja, okay. Dann legst du es bitte gleich auf und die Simone ruft dich zurück. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und wünsche dir und deiner Tochter wirklich alles Gute von Herzen. Das ist lieb, Jürgen. Ne? Mach weiter so. Dankeschön. Ich höre mich gerne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis auf morgen. Morgen ist Freitag. Ja, Freitag ist nur nicht morgen. Morgen ist Dienstag. Und Dienstag ist ja bekanntlich immer eine Themennacht hier bei uns. Und morgen heißt unser Thema Bahnhofsgeschichten. Ich möchte mit euch reden, die ihr am Bahnhof irgendwas, alles Mögliche und Unmögliche erlebt habt. Geschichten auf dem Bahnhof. Was habt ihr auf oder in einem Bahnhof schon alles an schönen, schlimmen, schrecklichen, bizarren, lustigen, schrägen Sachen erlebt, die ihr mir vielleicht morgen erzählen wollt? Ihr könnt heute schon mailen unter domian@wdr.de oder ihr ruft morgen ab 0 Uhr an oder halt während der Sendung. Elena ist hier und Elena ist 26. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ich rufe an, weil ich ein ziemliches Problem habe mit Männern und der Nähe zu Männern, würde ich mal so sagen. Also ich habe mich jetzt zwar das erste Mal verliebt auch, aber ich habe massive Probleme. Zum ersten Mal jetzt mit 26 verliebt? Ja, genau. Ist da schon eine kleine Beziehung entstanden? Nee, wir sind sehr gut befreundet, aber mehr auch nicht. Ja. Und du hast dich auch früher noch nie mal in einen Mann verguckt, zumindest? Nein, nie. Gar nicht? Also das habe ich einfach auch nicht zugelassen. Warum nicht? Ich bin mit 11 Jahren vergewaltigt worden und das ging über 1,5 Jahre und später auch nochmal von einem Mann, der mich angeblich geliebt hat. Und ich weiß nicht, ich habe mich dann sehr auf Abstand gehalten. Mit 11 Jahren, 1,5 Jahre sexuell missbraucht worden? Ja. Von wem? Von einem Lehrer. Von einem Lehrer? Ja. Von einem Lehrer, mit dem du als Schülerin zu tun hattest? Ja, das war in der Reitschule und da war das so. Ist dieser Lehrer je angezeigt worden? Nee, davon weiß auch eigentlich niemand was. Niemand? So. Nee. Wirklich niemand? Also ich habe zwar jetzt
schon auch sehr lange Therapie gemacht selber, aber das ist nur, ja, ich habe das auch nur so rudimentär angesprochen, sagen wir mal so. Ja, aber du hast es zumindest schon mal formuliert dem Therapeuten gegenüber, dass das passiert damals ist. Ja, auch schon, ja. Anderthalb Jahre mit 11, das ist ja eine ganz schwere Erschütterung und Verletzung deiner Seele gewesen, was da geschehen ist. Ja, also ich würde auch zu mir sagen, dass ich überhaupt ein sehr, ein Spätzünder war sozusagen. Das hat mich total überrannt. Ich wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Hat dieser Mann dich über anderthalb Jahre regelrecht vergewaltigt? Ja. Der hat also Geschlechtsverkehr mit dir? Ja. Hast du zu der Zeit bei deinen Eltern gewohnt? Ja, natürlich, ja. Die haben nichts gespürt, dass mit der Tochter irgendwas nicht stimmt? Nein, ich glaube nicht, nein. Also, die haben dann irgendwann zunehmend gemerkt, dass es mir schlecht ging, aber ich bin nach diesen eineinhalb Jahren dann auch krank geworden. Ich habe Diabetes bekommen und das war dann auch damit irgendwie, glaube ich, für die ziemlich schlüssig, warum es mir dann vielleicht im Vorfeld nicht so gut ging oder so. Wenn du dich versuchst zurückzuerinnern, ist ja schon eine ganze Weile her. Was hat dich davon abgehalten, deinen Eltern, hattest du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern? Ich würde schon sagen, dass ich eigentlich ein gutes Verhältnis dazu hatte, aber Was hat dich abgehalten, den Eltern das zu erzählen, was der Reitlehrer mit dir gemacht hat? Ich weiß nicht, ich habe mich wahnsinnig geschämt und ich habe mich auch selber schuldig gefühlt und ich hätte nicht gewusst und ich weiß es bis heute nicht genau, wie ich sowas wirklich formulieren soll. Umso erstaunlicher, dass du das jetzt hier bei mir gerade wirklich ganz, ganz normal und schnell erzählt hast. Aber hier am Telefon ist es auch, glaube ich, nochmal was. Ja, klar. So, dann gab es später nochmal etwas, was man dir angetan hat. Was war das genau? Ja, also... Wie alt warst du da? 22 dann. 22. Was ist da geschehen? Es ist ja nicht so, dass sich nicht Männer in mich verliebt hätten. Also das war dann schon so. Und ich habe dann denen immer sozusagen einen Korb geben müssen, natürlich irgendwie, weil das bei mir eben auch gar nicht so war. Und einer hat das irgendwie nicht so ganz gerafft. Und das Dumme war, ich habe ja Diabetes und da... die Situation war so, ich habe in den Unterzucker gekommen und da hat sich für ihn dann offensichtlich die Gelegenheit dann doch so dargestellt, dass er das genutzt hat. Ja, was halt? Das heißt, du bist, was heißt genau unterzuckert? Also ich habe Diabetes, also zuckerkrank bin ich. Und was geschieht mit einem unterzuckerten Körper, der Diabetes erkrankt ist? Also im Extremfall wird man bewusstlos. Und bei mir war es so, dass ich halt zwar noch irgendwie da war, aber halt ganz verlangsamt bin, ganz schwach war. Also man zittert dann, man schwitzt dann, man kann sich nicht mehr konzentrieren. Und die Situation hat dieser Mann ausgenutzt und hat mit dir geschlafen? Ja. Wider deinen Willen? Ja. Und du konntest dich auch gar nicht groß wehren, weil du gesundheitlich zu angeschlagen warst? Das ging nicht, nein. Also als es vorbei war, hat er dich dann einfach... Wo ist das passiert? In einer Wohnung, oder? Nee, das war auf einer Party eigentlich. Und das war im Sommer. Das war... Er hatte mich angelabert und wollte eben was von mir. Und ich hatte ihm gesagt, nein und so. Und wir hatten uns irgendwie entfernt von den anderen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich Unterzucker bekomme. Habe das auch noch gesagt. Ja. Dass ich jetzt irgendwie Zucker essen muss und ich hatte dummerweise eben nichts dabei. Und dann ist das irgendwo im Gestrüpp passiert oder in einem Zimmer? Auf der Wiese passiert. Auf der Wiese. Und dann hat er dich dann da liegen lassen, als es für ihn vorbei war, oder was ist geschehen? Nee, er hat mir später dann noch Zucker oder halt was zum Essen vorbeigebracht, aber ich muss ehrlich sagen, das hat mir zusätzlich jetzt im Nachhinein Probleme gemacht. Also allein, dass ich das angenommen habe, das war für mich zwar irgendwo die einzige Möglichkeit, um wieder fit zu werden, aber irgendwie war das so wie so ein Tausch oder ein Kauf oder irgendwie sowas und das ist so widerlich. Elena, du sagst, dass du lange in einer Therapie schon bist. Ja. Und du hast diese Geschichte mit dem Reitlehrer nur gestreift in der Therapie. Ja. Hast du denn diese Geschichte in der Therapie erzählt? Nee. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich kann das nicht. Weißt du, du weißt ja, dass ich kein Psychologe bin. Ja.
Aber mein Gefühl sagt mir ganz einfach, dass da, was damals passiert ist mit dem Reitlehrer und das, was später passiert ist mit diesem Mann, als du unterzuckert warst, dass das ganz elementare Problembereiche in dir sind, in deiner Seele, die man psychologisch behandeln muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau daher, ich weiß nicht, was sonst noch ist, aber dass dieses mit Sicherheit zwei große Ursachen dafür sind, dass es dir vielleicht nicht so normal ergangen ist in den letzten Jahren oder so gut ergangen ist, wie es anderen jungen Frauen ergeht. Mich wundert auch, dass der Psychologe, wenn du ihm da schon mal so ein bisschen was hingelegt hast mit dem Reitlehrer, dass der das nicht aufgegriffen hat und nicht weiter gefragt hat. Das hat er schon, aber ich habe ihm auch ganz klar gesagt, dass ich dass ich darüber nicht reden will. Jetzt würde ich dir gerne einen Rat geben. Ja. Ich meine, wir sind jetzt hier, haben ganz offen geredet und du hast das wirklich ganz klar und normal erzählt. Sieh das doch mal vielleicht als ersten Versuch an, mit einer fremden Person darüber zu reden. Mhm. Und lege diese Geschichten deinem Psychologen nochmal hin, deinem Therapeuten. Es kann nur von Nutzen für dich sein. Geh es auch vorsichtig an, er wird sensibel genug sein, dass er dir nicht da brachial alles rausholt aus deiner Erinnerung. Aber versuche dich selbst daran zu tasten. Mhm. Mit Sicherheit werden ganz, ganz, ganz viele Probleme da ihre Ursache haben. Das ist auch völlig normal. Du warst ein Kind, was hat man dir angetan als Kind? Das muss man sich mal vorstellen. Man hat ein Kind 1,5 Jahre vergewaltigt. Mein Gott, wir, die sowas nicht erlebt haben, können das ja überhaupt nicht nachvollziehen. Wir können es nur erahnen, was das in einer Kinderseele anrichtet. Und da hast du heute dran zu tragen. Das ist doch klar. Ja, ich weiß nicht. Ich hab eben auch das Gefühl, dass, oder ich möchte immer das ganz ausgrenzen aus meinem Leben, dass das nicht zu mir gehört. Ich weiß, das ist eine Verarschung von mir selber sozusagen. Das glaube ich auch. Ich glaube, du löst es nicht, dieses löst du nicht, indem du es verdrängst. Es sei denn, es gibt ja auch Menschen, die können so etwas irgendwie wegschieben und auch ein normales Leben, ein glückliches Leben führen. Ja. Das gibt es auch. Man muss nicht immer alles aus der Vergangenheit hochholen. Mhm. Aber das Signal bei dir ist ja schon, wenn du sagst, dass ich mit 26 Jahren mich zum ersten Mal verliebt habe. Ja. Ist ja, und du damit offensichtlich Schwierigkeiten hast. Wie ist denn der Stand der Dinge im Moment mit diesem Menschen, mit dem du da so einen kleinen, ja, so ein Flirtverhältnis hast? Naja, das ist so. Also ich weiß, seitdem er mir auch gesagt hat, dass er sich nicht in mich verliebt hat oder dass es bei ihm eben anders steht, seitdem fühle ich mich so sicher vor ihm, dass ich mich jetzt wirklich in ihn verliebt habe. Insofern, also ich glaube, wenn es anders gewesen wäre, wenn er gesagt hätte, er würde mich lieben, dann hätte ich 3 Schritte zurückgemacht. Klar, weil das für dich eine Bedrohung darstellen würde. Und Bedrohung hast du genug erlebt in ja. der Vergangenheit. Ich möchte gerne, dass du jetzt mit meiner Psychologin sprichst, die okay. dir sicher auch nochmal ein paar Tipps geben kann, wie du dich in der Therapie verhältst. Okay. Und von meiner Seite aus wirklich, wenn du es irgendwie kannst, sprich es in deiner Therapie an. Mhm. Du kannst letztendlich nur gewinnen, weil du dich befreien kannst. Und wenn du das Verdrängen, das funktioniert nicht. Das gärt immer wieder auf in dir und es wird immer wieder irgendwie präsent sein in deinem Bewusstsein. Okay. Liebe Elena, du legst auf, Simone ruft dich an. Gut, vielen Dank. Alles Gute. Ja, tschüss. Und Caro ist hier. Caro ist auch 26. Ja, hallo ja, Caro. Hi Domian. Hallo Caro. Dein großes Thema. Problem, große Verzweiflung. Oh, erzähl. Ja. Was ist ich los? Ich bin Geliebte. Du bist Geliebte? Seit 10,5 Wochen. Du bist Geliebte seit 10,5 Wochen? Genau. Von wem bist du die Geliebte seit 10,5 Wochen? Ja, vom Elektriker. Hört sich jetzt klischee-mäßig an, aber war gar nicht so. Der, ich meine, 10,5 Wochen geht ja noch. Das ist besser als 10,5 Jahre. Habe ich auch alles schon gehört. Ja, ich weiß. So. Ich gucke dich oft. Vom Elektriker. Erzähl, wie hat es angefangen? Es hat letztes Jahr im Juni angefangen mit Stromproblemen hier im Haus. Ja. Nachtspeicheröfen und ich habe über die Vermieterin halt jemand kommen lassen wollen. Ja. Kam dann auch und war ganz netter, sympathischer Mensch. Mhm. Damals war mein Ex-Mann noch hier und hat mich gleich verurteilt, ich hätte ihn angraben. Ja. Habe ich aber meiner Meinung nach nicht getan. Nee, aber du warst wahrscheinlich sehr freundlich zu ihm und hast ein bisschen geflirtet. Vielleicht unbewusst. Ja, sichtlich schon. Ja, ah ja. Mhm. Und hatte ich nochmal ein Stromproblem.
Später dann Klingelausfall und dann kam er auch noch mal. Vielleicht hast du ja auch ein bisschen gedreht, dass die Klingel ausfällt. Nein, überhaupt nicht. Wirklich, ich habe gar nichts gemacht. Ja, die Verlockung ist ja dann schon groß, wenn man jemanden nett findet, dass man vielleicht zufällig... Nein, ich hätte gar niemand drüber nachgedacht. ...ein Kabel mal rausreißt oder so. Na gut, okay. Nee, überhaupt nicht. Okay. Gar nicht. Und ja, dann kam er dann und hat auch seine Handynummer hier gelassen und weil ich nicht da war, habe ich dann zurückgerufen, war dann da, wurde das geklärt und ja, wie gesagt, wir hatten ein relativ gutes Verhältnis und er trank gerne Kaffee. So, wie der Elektriker an sich das gerne tut, er trinkt gerne Kaffee. Ja, natürlich. Ja. Ja, dann habe ich dann gemeint, ja, bla bla, wenn Sie mal Zeit haben, wir waren per Sie. Überhaupt, wie gesagt, keine nähere, ja, persönliche Bindung, einfach Sympathie, mehr nett. Und kann dann ganz zum Kaffee kommen. Ah, aber ich da immer Kaffee. Das ist ja schon heiß, wenn man dann sagt, nachdem der Schaden behoben ist, Sie können ja auch noch mal zum Kaffee kommen. Ja, gut, man hat sich ja so unterhalten über die Firma und so, ja, Inhaberwechsel und bla bla. Aber, also er kam dann irgendwann mal so zum Kaffee. So ähnlich, ohne dass irgendwas zu reparieren gewesen sein sollte. Irgendwann kam dann eine SMS von ihm. Und was stand drin? Kurzer SMS-Gruß, um nicht vergessen zu werden. Ah ja. Und Puff hat's gemacht. Und Puff hat's gemacht. Herzrasen. Da ist die Sicherung bei dir durchgebrannt. Aber volle Lotte. Vor 10,5 Wochen. Vor 10,5 Wochen. Seitdem ist das ein richtiges Verhältnis. Mit allem drum und dran. Ja. Mit flatternden Herzen, mit Leidenschaft, mit Sex, mit Liebe. Wir sind bei Liebe angelangt. Ja. Ja. Es ist jetzt so weit gekommen, dass er letzte Woche seine Familie aufgeklärt hat. Das war jetzt meine Frage. Ist der Elektriker solo? Aber ich habe es ja schon geahnt, dass er nicht solo ist, sonst hättest du wahrscheinlich gar nicht angerufen. Richtig. Er hat eine. Wie alt ist der Elektriker eigentlich? 45. 45? Ja. Hey, du bist 26. Ja. Ist egal, der Altersunterschied. Ich habe sichtlich den Hang zum Älteren. Mein Ex-Mann war auch 40. Okay. Okay. Die Alten sind ja auch erfahren und haben was zu bieten. Ja. Unter Umständen. Unter Umständen. So, der hat eine Familie und wahrscheinlich schon erwachsene Kinder. Er ist seit 22 Jahren verheiratet, Sohn wird 21, Tochter 19. Ja. So. Hättest du auch den Sohn nehmen können, passte vielleicht besser zu dir. Ja, die hatte gleiche Vorname wie ich und muss mir wohl ziemlich ähnlich sein. Wie, der Sohn heißt auch so wie du? Nein, die Freundin vom Sohn. Ach, die Freundin vom Sohn. Die Freundin vom Sohn. So, und er hat seine Familie, also seine Frau, hauptsächlich erzählt, dass es dich gibt. Richtig. Und es fing an mit, ich liebe dich nicht mehr. Dann kam am nächsten Tag die Familie mit Beratung und Therapie und bla bla bla. Man muss jetzt die Familie irgendwie retten. Achso, er hat zu dir gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Zu ihr. Zu seiner Frau. Zu seiner Frau gesagt. Und dann kam, wie gesagt, am nächsten Tag das Beratungsthema. Und am dritten Tag hat er dann gestanden, dass er eine neue Frau liebt. Ach so, kam das raus. Ach so. Und am gleichen Abend kam er dann zu mir. Liebt er denn seine Frau wirklich nicht mehr? Er sagt, er liebt sie nicht, nein. Glaubst du ihm das? Ja, der Witz ist, das ist ein Mensch, so einen habe ich noch nie kennengelernt, so brutal sensibel. Ja, nun fang gar nicht an zu schwärmen, weil du bist verliebt, da schwärmen wir alle wie Jack. Ja, wie Jack. Ja, nicht gut. Ich denke, ich habe so viel Menschenkenntnis, um zu erkennen, dass er das faktisch war. Nun könnte man ja sagen, du könntest ja eigentlich sagen, eigentlich ist das ja eine tolle Sache. Ich habe mich großartig verliebt, die Sache entwickelt sich zu meinen Gunsten, aber ich höre irgendwie so ein... Nämlich? Nämlich, Samstag ging, also er hier eingezogen, ja, am nächsten Tag ging der Terror los. Wie? Der ist bei dir eingezogen schon? Ja, letzte Woche. Ach so. Letzte Woche Donnerstag. Ja. Freitags ging der Terror los. SMS von Tochter, SMS von Sohn, Anruf von Schwager, Anruf von Schwester. Ach du ja. Da hat sich die ganze Familie dann eingemischt. Die Frau hat sich nicht gemeldet. Bis heute dann, nicht. Freitag war es dann so, da war der eine Schwager da bei uns. Ach du lieber Himmel. War eigentlich ein relativ gutes Gespräch. Wo ich nicht bei allem dabei war, wo ich mich auch zurückgezogen habe, weil ich dachte, lass die Männer unter sich. Ja, richtig bei so. Bei ihrem Bier. Und bin dann wieder irgendwann hinzugestoßen. War okay, wie gesagt, da war ewig auch kurz, hat ihm sichtlich gut gefallen bei mir. Ich muss sagen, ich bin alleinerziehende Mutter, Hartz IV und so weiter. Mhm. Er kommt aus Milieu, viel Geld und Wohnung und Haus, beziehungsweise Haus.
ja, wie auch immer, und siehst dann halt die ganze Zeit, ja, bist du dir bewusst, was du aufgibst und, und. Haben denn diese kritischen Anmerkungen des Schwagers, haben die ihn irgendwie... Nee, überhaupt nicht. Es hat meine Hand genommen, er hat dem Schwager gezeigt, was da zwischen uns abgeht und los ist. Aber ist doch auch toll. Fand ich auch. Und innerhalb von den 10,5 Wochen war das mit meiner Mutter so, hier in unserer Stadt so, dass er mich mitten in der Öffentlichkeit geküsst hat und so weiter. Wie ist denn der ganz aktuelle Stand, die letzten Tage oder heute? Ja, letzter Stand ist, Samstag war er bei seiner Frau, über Geldformalitäten sprechen. Sonntagmorgen war er nochmal dort und die Tochter hat ihn geschockt, so geschockt, dass er so fertig war, dass er wieder zurückgegangen ist. Ach, er ist wieder zurück in die Familie gegangen? Am Sonntag. Weil die Tochter ihn geschockt hat? Die hat sich wohl an ihn geschmissen, Papa bleibt da. Wo sollen wir enden, wenn du nicht da bist? Ach du. Mit 18, denke ich, wie sind die drauf? Ja, und wie hat er sich jetzt dir gegenüber rechtfertigt und wie hat er es erklärt? Er hat mich angerufen auf dem Rückweg, weil er hatte ja auch Sachen bei mir. Und es muss wohl auf dem Rückweg passiert sein, diese Entscheidung. Boah, ich kann das meine Kinder nicht antun. Hat mich angerufen, kannst du bitte kommen, ich kann nicht mehr weiterfahren. Ja. Heulend. Ich hing fahren fast. Überhaupt nicht gewusst, was los ist. Habe ihn angerufen, sag mal, was ist los? Was haben die mit dir gemacht daheim? Nix, ich kann immer, also völlig zusammenbrochen. Also er ist irgendwie aus dem Fugen geraten, aus dem Tritt geraten, er. Ja. Und ist jetzt wieder bei seiner Familie, ist unglücklich. Sehr unglücklich, ich habe ihn heute gesehen. Du hast ihn heute gesehen? Ja, er sagt, er liebt mich, er stirbt schon, weil er mich nicht sieht. Wo hast du ihn heute gesehen? Wir haben uns getroffen, unterwegs. Ich wollte nicht zu mir. Nochmal eine Liebeserklärung an dich. Ja. Nochmal, dass er seine Frau nicht mehr liebt. Richtig. Und dass er todunglücklich ist und im Hobbyraum wohnt. Und er jetzt unter dem Druck einfach zurückgegangen ist. Ja. Mensch, Caro, der Kerl ist 45. Da sollte der doch wirklich... Alter aus dem Spiel. Wie? Nein, ich denke das immer so. Dann sollte der doch wirklich den Arsch in der Hose haben. Und sein Leben auch entscheiden. Ich weiß, wenn die Tochter da ankommt, aber die Tochter ist 18 Jahre alt, die ist sowieso bald aus dem Haus. Es wurde die ganze Zeit so besprochen, meine Kinder sind alt genug, warum soll ich wegen meinen Kindern auf mein Glück verzichten? Genau, die Tochter ist letztendlich, sollte sie sich auch gar nicht einmischen in die Geschichte da ihrer Eltern. Natürlich will man als Kind immer, dass die Eltern zusammenbleiben, aber irgendwie muss man ja auch dann die Realitäten sehen. Lass mich fragen, ist er denn Manns genug und sagt zu Hause vor allen Leuten auch und auch seine Frau, dass er sie nicht mehr liebt? Hat er vor allen gesagt. Alle wissen das. Alle wissen ja, das. Kann ich alle das haben verstehen. Auf ihn eingesprochen, er soll es trotzdem lassen. Mhm. Alle haben es als Midlife-Crisis abgehakt. Mhm. Und ich bin auch völlig baff, dass die ganze Sippschaft sich da einmischt. Der Schwager und die Schwägerin und die Tante, die Cousine, komplett, alle kommen. Komplett, alle. Da müsste er ja irgendwann mal auf den Tisch schauen und sagen, Freunde, das ist mein Leben, lass mich jetzt in Ruhe, ich entscheide, was ich will. Der Schwager, als wir uns gestern getroffen haben, der eine Schwager, wo hier war, hat da zu mir gesagt, wir kamen dann am Sonntag auch, bei dem heulenden Elend, und meinte so, ja, er war die letzten 22 Jahre, nicht fähig, sich zu entscheiden und hat sich immer unter die Chefe stellen lassen. Gut, dass er es jetzt einsieht. Noch ist Zeit genug, sein Leben zu verändern. Ja, aber die Frage ist, ich habe heute auch zu ihm gesagt, willst du es jetzt weitermachen? Ja. Willst du jetzt jeden Tag daheim heulendes Elend haben? Mhm. Ich meine, es ist jetzt, billigen wir ihm mal eine gewisse Zeit des Trennungs hin und hers und Schmerz und Dramen mal zu. Es ist ja noch wirklich sehr frisch. Ja, natürlich. Aber was soll ich machen? Gar nichts. Ich würde ist erstmal gar nichts machen. Ich würde für ihn da sein. Ich habe ihm meine Schlüssel wieder gegeben, die ich zurückgefordert habe am Sonntag. Ich habe ihm heute die Schlüssel gegeben und habe gesagt, hör zu, hier sind die Schlüssel. Du weißt, wo du mich findest, du weißt, wo ich wohne. Sehr gut. So. Ich versuche dich nicht unter Druck zu setzen. Ich kann es nicht, ich darf es nicht. Nee, aber... Du musst den Weg finden, das dort zu Hause zu klären. Ja, genau so sehe ich es auch. Aber natürlich kannst du so ein Theater... so ein Dramentheater auch nicht über Monate mitmachen. Mich persönlich hat es nicht betroffen. Aber ich sehe, wie er dran zugrunde gegangen ist. Ja, nein, noch ist er nicht zugrunde gegangen. Ja, jetzt ist der ist jetzt mal ein bisschen aus der Schiene geworfen, aber das wird er schon verkraften. Ich finde dein Verhalten richtig. Du setzt ihn nicht unter Druck, du hast ihm einen Schlüssel gegeben. Hier, ich bin da, ich bin für dich da, ich freue mich, unsere Liebe steht. So, nach dem Motto, ne? Ja. So, jetzt gibt der ganzen Sache mal ein bisschen Zeit.
Was soll ich machen? Mich gar nicht mehr melden? Doch, doch, du kannst trotzdem da sein. Doch, da sein, auch melden, aber ihn nicht unter Druck setzen. Ihn noch nicht, noch nicht. Aber nach einigen Monaten würde ich schon sagen, pass mal auf, Knabe, jetzt musst du dich entscheiden. Jetzt musst du irgendwie was machen. Ja, aber ich habe auch die Zweifel, er hat ja im Prinzip am Sonntag Verrat an mir begangen. Er hat zu mir gesagt, steht zu mir. Wenn es hart auf hart kommt, steht er zu mir. Ja. Und dann ist er davon gelaufen. Ja, schlimm. Das, ich sitze jetzt da, überlege mir, wohnt er wirklich im Hobbyraum unten oder nicht? Ja. Er sagt zu mir, er spricht kein Wort, er ist völlig depressiv zu Hause. Macht er das wirklich oder macht er das nicht? Klar. Sicher. Es verstehe ich auch. Aber dennoch, wie gesagt, billige ihm ein bisschen mal was zu. Dass der ist durch den Wind im Moment. Aber nach einer gewissen Zeit muss er eine Linie vorgeben, sonst verliert er auch an Respekt vor dir, wenn man sich so wabbelig benimmt. Sei da für ihn, gib ihm eine gewisse Zeit und dann musst du ihm irgendwann sagen, pass mal auf, das geht auf Dauer so nicht. Was heißt gewisse Zeit? Einige Monate? Ja. Wie du es aussiehst. 3 Monate, halbes Jahr. Ich weiß nicht, ob ich das so lange schaffe. Ich gehe ja auch zur Runde. Ich hatte ihn jetzt 3 Tage hier. Mhm. Wir haben zusammengelebt, wie wenn es normal wäre. Und es funktioniert ja auch. Wir machen Folgendes. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir reden schon sehr lange. Ja. Lass uns doch mal, Caro, in 3 Wochen nochmal telefonieren. Ruft ihr mich zurück? Ja, wir rufen dich an. Wir rufen dich in 3 Wochen an. Und da bin ich gespannt wie ein Flitzebogen jetzt schon, was dann sein wird. Und dann beraten wir weiter. Einverstanden? 3 Wochen kannst du ja durchhalten. Ja, ich werde es irgendwie schaffen. Ja. Ich habe dich im Hinterkopf. Alles gut. Alles Gute. Alles klar, danke. Caro, tschüss. Ciao. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema Bahnhofs Geschichten. Ich möchte gerne mit euch reden, was ihr auf einem Bahnhof, in einem Bahnhof schon alles erlebt habt. An Verbrechen, an sexuellen Sachen, an bizarren, verrückten Sachen, an schönen Sachen. Der Bahnhof ist ja so ein Schmelztiegel von Geschehnissen, von Menschen. Alle möglichen Menschen treffen sich jeden Tag auf den großen Bahnhöfen in Deutschland, begegnen sich ein paar Sekunden und dann verläuft sich wieder alles. Was habt ihr auf einem Bahnhof schon Bemerkenswertes erlebt? Das ist unser Thema morgen. Ihr könnt per Mail euch anmelden oder ab 0 Uhr anrufen. Unsere Leitungen sind geschaltet oder halt dann während der Sendung. Wolfgang begrüße ich herzlich. Wolfgang ist 34. Guten Morgen. Hallo, grüß dich. Ja. Ich bin 43. 43? Ja, folgendes. Ich möchte was erzählen über die Geburtstaten von meiner Familie. Ich bin am 6. Oktober 62 geboren. Ja. Meine Frau am 6. Oktober 69. Und jetzt halte ich fest, meine Tochter am 6. Oktober 2001. Ja. Wie habt ihr das denn hingekriegt? Ja, das ist ganz einfach. Meine Eltern haben sich 1962 im Winter lieb gehabt, dann bin ich entstanden, ist klar. Ja, bist du entstanden. Ja. Das müsste ungefähr der 9. Januar gewesen sein. Ja. Bei meiner Frau war es auch ungefähr der 9. Januar. Und habt ihr gedacht, pfiffig wie wir sind, haben wir uns auch am 9. Januar lieb? Ja, jetzt Vorsicht. Ja. Ich habe meine Frau in Freising kennengelernt. In Freising? Ja, ja. Ich arbeite dort am Flughafen, weißt du, in München. Ja. Ja. Ich bin da bei der Treppe runtergelaufen und hab mir das Bein festgebracht. Ja. Und dann, 3 Tage später, treffe ich eine liebe Frau, ja, die dort war, weil sie eine verletzte Hand hat. Ich habe nicht verstanden. Die was? Die hat sich an der Hand verletzt. Die hat sich die Hand verletzt. Ich habe sie dort im Krankenhaus auch gesehen. Ach so, du bist dann mit deiner Verletzung ins Krankenhaus gekommen? Ja, und hast ein paar Tage später. Ja, und hast dann da deine spätere Frau im Krankenhaus kennengelernt, weil die eine Handverletzung hatte. Ja, und das war vor 10 Jahren. Ja. 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 Und jetzt haben wir dann also jetzt sind wir Wolfgang, Kerstin und unsere Tochter Andrea. Ja. Wie lange hatten wir das? Kannst du dir vorstellen, was da geboten war, wie meine Tochter geboren wurde? Ich habe eine ganze Tankstelle, so ungefähr. Ich habe über Geburtstagsparty, wie soll man sagen, wie meine Tochter geboren wurde, 2001. Nein, ich muss was anders fragen. Ihr habt dann festgestellt, du, deine Frau, die ja für dich ein ganz fremder Mensch am Anfang war, wie das ja meistens so ist, dass ihr am gleichen Tag, also am 6. Oktober Geburtstag hattet. Ja. Habt ihr denn dann gezielt das Kind gezeugt? Nö. Nee. Nö, überhaupt nicht. Ach so, das wollte ich jetzt fragen. Ich dachte, ihr hättet wir euch das haben, wir ausgedacht. Wir haben 3 Jahre gebastelt, bis wir unsere Tochter
Ja, dann ist es aber wirklich ein Irrer, wie ein Lottogewinn, so ein Zufall. Ja, der Lottogewinn, das Kind wäre eigentlich einen Monat später geboren. Ja. Aber es ist nach 8 Monaten Schwangerschaft geboren worden. Es sollte irgendwie so sein, ne? Ja. Es sollte. Was das noch das extra verrückt ist, ja? Unsere Tochter ist zu Hause geboren. Ja. Weil es so eilig war. Weißt du eigentlich, weil sie wollte unbedingt am 6.10. auf die Welt kommen. Ja. Das ist ja toll. Das ist ja wirklich, das ist ja dann eine Orgie jedes Jahr am 6.10. bei euch, wenn die Geburtstage gefeiert werden. Wie meine Tochter 3 Jahre alt wurde, da haben wir ein Feuerwerk vom Silvester des Vorjahres aufgekommen. Das finde ich ja wirklich sehr schön. Das finde ich wirklich toll. Mhm. Tolle Sache. Wie die Zufälle so spielen, ne? Genau. Wie die Zufälle so spielen. Ja, dann, Ich bin halt in Oberbayern geboren, ja? Meine Frau in Berlin, ja? Und ich wohne jetzt 100 Kilometer östlich von München, an der Landesgrenze zu Österreich. Ja, weil du beim Flughafen arbeitest und auch nicht so ganz weit weg wohnen möchtest vom Arbeitsplatz. Ja. Ganz kurz, ich bin da bei der Lufthansa Technik, weißt du? Ja, also du reparierst die Flugzeuge und guckst nach, wenn die unten sind, ob alles in Ordnung ist. Ja, ich muss jetzt ungefähr, ich leite den technischen Check, wenn der meiner wegen nachts in der Halle ist. Ja. Wichtige Aufgabe. Natürlich. Ja, sehr. Und heute bist du gerade bei der Arbeit? Hast du Dienst? Nee, ich bin jetzt zu Hause. Du bist zu Hause, ja. Ich wohne also 50, ich lebe in einer wunderschönen Gegend. Das glaube ich. Südlich von 50 Kilometer, südlich von mir ist der Chiemsee. Super, ich beneide dich sehr darum. Lieber Wolfgang. Ein schönes Wetter ist die 100 Kilometer Berge. Ein Traum. Mach uns nur neidisch hier, die wir hier in der Kuhle leben. Ja, Köln ist ja so eine Mulde und hier ist immer schlechte Luft und es regnet oder es ist, ach. Es Warum glaubst du, dass so viele Urlauber aus dem Norden nach Bayern kommen? Ja, weil es bei euch so schön ist. Die kommen nicht umsonst. Nein, die kommen nicht. Die erzählen alle in Norddeutschland, wie schön es bei uns ist. Ja, aber wir wollen. Manche bleiben hier. Aber wir wollen auch dazu sagen, dass der Norden auch sehr schön ist, oben an der Küste. Ich liebe die Inseln, die friesischen Inseln, das ist auch was ganz, ganz Schönes. Ich weiß auch, wie Hamburg und Köln ist. Ja. So, mein Lieber, das hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben, akustisch. Und du grüßt mir herzlich deine lieben Frauen, okay? Ja. Alles Gute. Herzlichen Dank. Und schöne Grüße in den Süden. Tschüss. Und hier ist der Erich. Hallo Erich. Ja, hallo. 48 Jahre. Stimmt das? Ja, das stimmt. Schön, dass du da bist. Über was wollen wir sprechen? Ja, ich habe vorhin in deine Sendung reingeschaltet und habe einen meiner Vorredner erlebt, der erzählt hat, dass seine Frau an Krebs gestorben ist. Ja, der Norbert war das? Der Norbert, ja. Mhm. Und ich habe vor 14 Jahren die gleiche Erfahrung gemacht. Mhm. Dass deine Frau auch verstorben ist? Richtig. Ja. Ja. An welchem Krebs? Es war ein Gebärmutterhalskrebs und sie war 34. Ich würde sagen, sie war dann wahrscheinlich auch noch sehr jung. Richtig. Ja, ja und aus dieser Erfahrung heraus habe ich eine Hospizgruppe gegründet. Mhm. Das heißt, was macht ihr genau und was machst du? Wir begleiten schwerstkranke Menschen, sterbende Menschen in ihren letzten Lebenswochen, Monaten. Mhm. Bis Jahren sogar. Das heißt, ihr seid eine Gruppe, die gehen in Hospize, also in Sterbehäuser? Nee. Wir sind keine Gruppe, die in Hospize reingehen, sondern in erster Linie versuchen wir Menschen dort, wo sie leben und sich zu Hause fühlen, nämlich in ihrem eigenen Zuhause zu begleiten und ihnen Beistand zu leisten in der Zeit, in der letzten Lebenszeit. Wie groß ist eure Gruppe? Ja, relativ groß. Also wir haben inzwischen 180 ehrenamtliche Begleiter. Oh, das ist natürlich sehr viel. Und du bist der Koordinator, der Initiator zumindest damals gewesen? Ich bin einer der Initiatoren gewesen, ja. Aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Und wir sind heute mit 4 hauptamtlichen Koordinatoren für den ambulanten Bereich. Mhm. Und das heißt, das machst du und wie ihr alle, so neben euren Berufen? Nein, ich mache das inzwischen hauptberuflich. Ach so, weil es so viel Arbeit geworden ist und so einen Umfang angenommen hat. Richtig. Ja. Mhm. Wie stelle ich mir dann so deinen Arbeitstag vor? Das sieht so aus, dass wir zum einen, oder ich zum einen,
Menschen vorbereiten auf diese Aufgabe. Das heißt, unsere ehrenamtlichen Begleiter haben eine Vorbereitungskurse von insgesamt 90 Unterrichtsstunden. Und da bist du mittlerweile schon ein Fachmann und kannst da diese Schulungen auch dann selbst halten? Ja, ja. Wir machen das in einem Team von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen und begleiten, also bereiten die Menschen also vor und sie entscheiden nach diesen 90 Stunden Vorbereitungszeit, ob sie sich bereit erklären, in ja als Begleiter zur Verfügung zu stehen. Entscheidet ihr auch, ob die Menschen geeignet sind dafür? Ihr habt die denn ja kennengelernt in der Schulung. Ja, eigentlich entscheiden mehr die Inhalte dafür, dass die Menschen sich entscheiden oder ob sie sich nicht entscheiden. Was sind das für Schulungen? Was lernt man da? Das eine ist so, sich mit seinem eigenen Leben auseinanderzusetzen, mit seinen eigenen Lebenserfahrungen, Verlusterfahrungen. Wir erleiden ja eigentlich tagtäglich Verluste. Den ersten Verlust, den der Mensch erlebt, ist so der Verlust des Mutterleibes, dass man nämlich auf die Welt kommt. Und Verluste begleiten uns oder Abschied nehmen begleitet uns eigentlich so unser Leben lang. Und da einfach mal drauf zu gucken, aber auch so zu gucken, wie bin ich mit meinen eigenen Trauererfahrungen umgegangen, wie gehe ich mit Menschen um, wie kommuniziere ich mit anderen Menschen. Sind das Leute, die zu euch kommen, die alle eigentlich schon eine Trauererfahrung gemacht haben und daraus motivierend jetzt weiter sich bei euch engagieren möchten? Bei vielen Menschen ist das der Grund, ja. Aber teilweise liegt das ganz, ganz viele Jahre zurück. Ja. So, das heißt dann, dass das gehen deine Mitarbeiter einzeln zu den schwerkranken Leuten oder zu zweit? Einzeln? Einzeln. Einzeln. Das und heißt, dann hat jeder Ehrenamtliche begleitet einen Schwerkranken und Angehörigen. Achso, eine Person quasi nur. Er hat er hat nicht mehrere, wo er hingehen kann. Nein. Und das kann sein, dass das einige Wochen dauert oder ein paar Tage vielleicht nur. Es kann aber auch sein, dass sich das über einen langen Zeitraum hinzieht bei schweren Erkrankungen, die ihre Höhen und Tiefen haben. Genau so. Also es geht manchmal nur Tage, dann ist es manchmal schwierig, aber meistens geht es über Wochen oder Monate. Das heißt, du und auch deine Mitarbeiter sind auch dann unter Umständen beim Sterben dabei. Unser Ziel ist es eigentlich, den Sterbenden und seine Angehörigen so weit vorzubereiten, dass so wirklich dieser letzte Weg auch gemeinsam alleine gegangen werden kann, ohne dass wir dann unbedingt dabei sein müssen. Aber was ist mit schwerkranken Menschen, die keine Angehörigen mehr haben? Dann ist es häufig so, dass der Weg dann irgendwann ins stationäre Hospiz geht. Und würdet ihr ihn dort auch weiter besuchen? Oder ist das die Ehrenamtlichen begleiten ihn dann dort weiter. Und sie werden dann halt von hauptamtlichen Mitarbeitern, Pflegekräften, Sozialarbeitern weiter auch begleitet. Aber in erster Linie ist der persönliche, menschliche Kontakt das Wichtige. Ich wollte nochmal auf die Grundvoraussetzungen zu sprechen kommen. Ich sage es mal einfach so, was du mir jetzt erzählt hast, gehe ich davon aus, dass die Leute, die bei euch mitmachen, Herz und Herz und Verstand haben müssen und sehr menschlich sein müssen. Das sind die wichtigsten Voraussetzungen. Ja. Sehr sensibel sein müssen und mitfühlend auch. Ja, und die Bereitschaft, sich auf andere Menschen einzulassen. Ja, man muss keine großen psychologischen Erfahrungen haben. Das ist gar nicht nötig. Wenn jemand, ich sag mal, richtig tickt, was immer man darunter auch verstehen mag, reicht das aus? Ja, und man muss irgendwann begreifen, dass also ein Sterben Teil unseres Lebens ist. Ich finde es großartig, also Respekt vor dir, der du das initiiert hast, und vor euch, die ihr das alle macht. Ich stelle es mir sehr schwer. Ich stelle es mir äußerst schwer vor. Ständig und permanent mit Leid und Sterben und dem Tod konfrontiert zu sein. Wie steckt ihr das seelisch weg? Wir bekommen einfach sehr, sehr viel zurück. Die sterbenden Menschen geben uns auch ganz viel zurück. In Dankbarkeit, in einem Lächeln, in einem Händedruck, bis hin so zu der Erfahrung, dass ein Leben dann auch friedvoll zu Ende gehen kann. Du hast wahrscheinlich in all diesen Jahren
14 Jahre, sagst du, ne? Ist das ja, her, dass deine Frau gestorben ist. Sehr viele todkranke Menschen erlebt dann in dieser ehrenamtlichen Tätigkeit und jetzt hauptamtlichen Tätigkeit. Ja, ja. Sehr viel Sterben, sehr viel Tod erlebt. Hast du selbst noch Angst vor dem Sterben? Nein, weil ich glaube, dass es Menschen gibt, die mich auf diesem Weg auch begleiten. Mhm. Jetzt gehe ich davon aus, dass der Tod deiner Frau für dich damals eine so ungeheure Erschütterung war, dass du daraus dann wirklich die Initiative ergriffen hast. Oder hattest du vorher schon mal irgendwie in der Richtung gedacht, dich zu engagieren? Nein, es war die Erfahrung. Mhm. Was war das, wenn du das im Nachhinein formulieren solltest, was war die Hauptemotion in dieser Erfahrung damals? Das Hauptsächliche war, dass ich gemerkt habe, dass andere Menschen, also ich bin selber Krankenpfleger. Ach so, dann bist du ja schon sehr vertraut mit der Thematik. Vorher? Nee, eigentlich weniger. Ich hatte also weniger vorher aus dem beruflichen Bereich die Erfahrung gemacht, aber ich habe gemerkt in der Situation, wie schwierig es ist für Mitarbeiter im Krankenhaus, Ärzte wie Pflegekräfte, mit sterbenden Menschen und ihren Angehörigen umzugehen. Mhm. Und mein Anliegen war damals, diese Situation muss verändert werden, die muss verbessert werden, mhm, und da muss irgendwas passieren. Glaubst du, dass du auch damals zu hilflos mit dem Sterben deiner Frau umgegangen bist? Also aus heutiger Sicht würde ich manches anders machen. Was würdest du zum Beispiel anders machen? Würde sehr viel einfühlsamer damit umgehen, würde mir mehr Ehrlichkeit, Offenheit, Wahrheit einfordern. Also der Norbert zum Beispiel sagt ja vorhin, er hat es so bedauert, dass seine Frau nicht über den Tod sprechen wollte. Ist das eine Erfahrung, die du privat damals auch gemacht hast? Ja. Die hast du auch gemacht? Ja. Das heißt, deine Frau wollte es auch nicht? Nein. Mhm. Machst du diese Erfahrung generell auch mit sterbenden, schwerkranken Menschen? Das ist häufig der Fall. Wie geht man dann damit um? Man kann den Menschen auch nicht dieses Thema aufdrängen. Nein, aber es ist eine Frage von Wahrheit und Ehrlichkeit. Wie meinst du das? Ich glaube, Menschen, die schwerst krank sind, die voraussichtlich nicht gesund werden, mhm, dass sie einmal wissen möchten, wie steht es um mich. Aber wenn sie es nicht wissen wollen? Sie wollen es wissen. Sagst du? Mit Sicherheit? Ja. Mhm. Und die Frage ist, wie sie dann damit umgehen. Und woher weißt du, dass das immer so ist, dass die Leute es wissen wollen, auch wenn sie es nicht formulieren? In ihren Fragen, in ihren Äußerungen taucht immer wieder diese Frage auf. Und mhm, wenn es einmal ausgesprochen ist und alle Beteiligten, der Betroffene, die Angehörigen, das gesamte Umfeld wissen, das ist die Situation und so sieht diese Situation aus. Mhm. Dann kann der Kranke bestimmen, wie er damit umgeht. Ja, also ich höre daraus, dass du gelernt hast in deiner Arbeit als Sterbebegleiter, das Sterben und den Tod behutsam zu thematisieren. Ist das richtig? Ja, es muss behutsam thematisiert werden und der Kranke hat das Recht darauf. Mhm. Und dann ist es seine Entscheidung, wie er damit umgeht. Ob er darüber spricht oder ob er es tabuisiert. Ja, ich wollte es gerade nochmal zum Schluss fragen. Hast du nie einen Fall mehr erlebt, wo jemand wirklich nicht darüber sprechen wollte und nichts davon wissen wollte? Doch, dass jemand bis zu seinem Lebensende das nicht mehr thematisiert hat, das habe ich auch schon erlebt. Mhm. Muss man das muss man dann doch auch respektieren. Das muss man akzeptieren. Ja. Mhm. Und das muss man auch aushalten. Mhm. Und da muss man auch den Angehörigen zur Seite stehen, damit sie es auch aushalten können. Ja, das ist ein wichtiges Thema, ja. Hast du recht, ja. Lieber Erich, die Sendung ist gleich rum. Ich danke dir sehr herzlich, dass du angerufen hast. Ich finde das sehr vorbildlich, was ihr da macht. Und wünsche euch viel Kraft und viel, viel, viel Energie für eure Arbeit. Alles Gute. Dankeschön. Und ich wünsche allen Menschen, dass sie den Mut haben, sich an die Hospizbewegungen zu wenden. Sehr guter Hinweis. Ich danke dir vielmals. Gerne. Tschüss, Erich. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Malte Emels Morgen heißt unser Thema Bahnhofsgeschichten. Was ist euch alles schon Heftiges und Schräges, Absonderliches?